Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem Unboxing-Video. Heute neues Cape Light Media Book auf dem Tisch. Ein Film von Neil Marshall, The Reckoning. Neil Marshall, der auch den Horrorklassiker The Descent gemacht hat. Lass uns einfach nicht viel schnattern. Tun wir es aufpacken. Das Plastik ist auf der Folie. Gut. So muss das sein. Als erstes widmen wir uns mal dem Backpaper. Hier die ganzen auf der Rückseite vom Backpaper. Das Swordsman, den will ich mir auch noch holen als Korea-Fan oder als Asia-Movie-Fan. Hier die ganzen Cape Light Mediabooks, die rausgekommen sind. Das Backpaper. Hier mal die Inhaltsangabe oder der Plot. Lief auch auf dem Fantasy Filmfest 2020. Scene-Shots, Credits, Spezifikationen, rechte Hinweise. Ja. Lass uns das Mediabook mal genauer betrachten. Das Cover hat eine Lederhaptik. Sehr schick. Man sieht es hier. So eine Lederstruktur. Der Druck ist auch ziemlich scharf. Man kann es erkennen. Wenn man hier ganz da dran geht, das ist ein bisschen zu weit. Sehr scharfer Druck. Kann man sehen. Reckoning. Das Bein. Oh, wow. Wow. Das ist ein geiles Artwork. Das ist ein richtig geiles Artwork. Oh, leck mich am Arsch. Sehr geil. Da unten ein Vogel, der da fliegt. Eine Person, die am Baum sich aufgehängt hat. Hier ein brennender Mensch, keine Ahnung, ist es eine Frau oder ein Mann? Ein Mann sieht so aus, der gepfählt, der an einem Pfahl verbrannt wird. Und das, denke ich mal, ist die Hauptprotagonistin. Hier wahrscheinlich der König. Und hier ein Rabe. Und im Hintergrund irgendwas Bösartiges. Das ist die ganze Szenerie hier von außen betrachtet. Geil. Das ist ein richtig geiles Artwork. So müssen Mediabooks aussehen von hinten. Definitiv. So, hier haben wir die Blu-ray. Diesmal kein Übergang. Die Blu-ray. Der Übergang ist, ja, schwarz, komplett schwarz gehalten, war nichts Spektakuläres. Hier ist wieder so das Ökopapier, ich sage immer Ökopapier. Das hat unbehandelt, nicht den Hochglanz. Hier ein Gespräch mit Neil Marshall, ich denke mal ein Interview. Ich denke mal, es ist wieder mit Kooperation mit Deadline, oder? Ja, mit Kooperation mit der Deadline. Da muss ich mal vergleichen. Manchmal sind Interviews drin, die sind nicht so in der Deadline drin. Dann tun sie in der Deadline zum Beispiel irgendeinen Schauspieler interviewen. Und hier in den Cape Light Media Books ist dann das Interview mit einem Regisseur drin oder so. Aber manchmal ist es auch so, dass wirklich 1:1 das Interview von der Deadline hier drin ist. Ich habe die Deadline abonniert und dann habe ich mal verglichen.
Es gibt wirklich welche, die sind exklusiv geführt worden für das Mediabook. Oh. Das sieht jetzt auch geil aus, dieses Artwork hier. Der Scene-Shot, vor allem wie das hier dann abgedunkelt worden ist und hier ist dann der Text. Ich muss sagen, optisch gefällt mir das sehr gut. Hier in der Mitte sieht man wieder eine 3 Klammerheftung und in der Mitte Capelight typisch ein Panoramabild. Kann man machen. Auch dieses Bild sehr scharf gedruckt. Können wir mal gucken. Auch sehr scharf. Klar ist jetzt Regen in dieser Szene. Aber hier kann man es vielleicht mal sehen, wie scharf die Bilder gedruckt sind. Mal ganz nah hin. Sehr scharf gedruckt. Auf jeden Fall. Capelight macht sowieso in letzter Zeit richtig schöne Mediabooks. Auch qualitativ hochwertige. Hier Gespräch geführt von Nando Rohner. Deadline, das Filmmagazin. Ah, sehr schönes Mediabook. Ah, und hier sehen wir den Kerl hier im Hintergrund. Mal gucken, wie der Film so ist. Hier die DVD, schade. Beide sind gleich bedruckt. Ah ne, nicht komplett gleich, sondern das hier ist ein bisschen mit einem dunkleren Filter überlegt, das Bild. Ja, dann kann ich nur dazu sagen, ein sehr schickes Mediabook. Bin positiv überrascht. Geile Haptik. Machen wir mal den Schwappeltest von dem Mediabook. Das ist auch immer sehr gut. Minimales Spiel. Nicht so wie andere Labels. Dann machen wir das zum Schluss noch dieses Backartwork. Ja, eine Kaufempfehlung. Wenn der Film jetzt noch gut ist, dann kann man... Was sag ich? Allein nur wegen diesem Artwork müsst ihr das kaufen. Nur wegen diesem fucking Artwork müsst ihr das kaufen. Scheißegal, wie gut oder schlecht der Film ist. Dieses Artwork gehört einfach in die Sammlung. Punkt. Dann wünsche ich euch noch einen restlichen schönen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Heidi ho und ciao, ciao.